Schmelztiegelritter. Trank, den ich nicht benutze. Mehr Rast, viel mehr Rastvorräte. Zwergische Gesandte, oh danke, ich dachte schon, wir würden hier nie wieder rauskommen. Seid ihr verletzt? Nein, ein wenig mitgenommen, vielleicht die Kälte war das Schlimmste. Ich weiß nicht, wie es dir gelungen ist, diesen Mann zur Vernunft zu bringen. Er hatte schon fast Schaum vor dem Mund. Und jetzt schleicht er und seine Männer immer noch durch die Berge. Ich weiß nicht, ob es die beste Entscheidung war, ihm am Leben zu lassen. Der Kommandant war nicht das Problem. Einer der Gesandten deutete vorwurfsvoll auf eine andere Gesandte, die einige Schritte abseits vom Rest der Gruppe steht. Wir hätten eine Einigung erzielen können, wenn sie ihn nicht gereizt hätte. Von oben und Flüchen hat sie gezetert und verlangt, dass sie die Weißmark verlassen. Du weißt ja, wie abergläubisch die Rezeraner sind. Der Kommandant ist so weiß wie ein Laken geworden. Sie hat das Treffen sabotiert. Truppende Gesandte, die Frau ist in bescheidene rumgekleidet. Sie erduldet die Vorwürfe stumm. Die Augen sind zum Gebet geschlossen. Wer seid ihr? Mit der Geschwindigkeit der Verzweiflung hechtet die Frau plötzlich zu einem Regal und packt einen Dolch, der dort liegt. Sie setzt sich die Klinge an die eigene Kehle. Na toll, jetzt muss ich wieder eine Seele lesen. Von allem außer dir unbemerkt windet die Seele der sterbenden Frau sich in dünnen Schwaden um ihren Körper. Sie wird nur ein wenig heller, als ihre Leiche sich nicht mehr bewegt. Die übrigen Gesandten starren entsetzt auf die Blutlache. Manea kniet sich neben die sterbende Frau und untersucht ihre Roben. Sie studiert ein halbmondförmiges Medaillon, das um ihren Hals hängt. Was ist gerade passiert? Verdammt, jetzt kriegen wir nie eine Antwort aus ihr heraus. Haben Sie Ihren Namen aus einem Hut gezogen, als Sie diese Delegation gebildet haben? Seid ihr mal da nicht so sicher aus dem Weg. Die Seele der Frau lesen. Du greifst mit deinem Sinn nach der Seele und stemmst dich gegen das plötzliche Auflödern von Schmerzen und Furcht. Du gräbst nach älteren Ereignissen. Du spürst einen kupfernen Geschmack im Mund und Schmerzen wie Feuer im Rachen. Unter dem nackten Grauen des Todes findest du einen tröstlichen Faden der Entschlossenheit, der Zufriedenheit über eine erfüllte Pflicht. Du folgst ihm. Du wirst stolpernd in eine weitere Erinnerung geführt, so vollständig und lebendig wie die erste. Du schreitest durch die Gänge einer Abtei, nur düster, erleuchtet und völlig still. Deine Schritte hallen laut wider. Deine Sicht verschwimmt und du stehst in einem kaum beleuchteten Raum. Dir gegenüber befindet sich ein in Ruhm gehüllter Mauner. Du erkennst ihn als Kaoto, den Oberabt. Er bedeutet dir vorzutreten. Die Umgebung erkunden. Du befindest dich in einer breiten, runden Kammer. Die Kacheln unter deinen Füßen sind mit fremdartigen, geschwungenen Symbolen versehen. Du erkennst sie als Zeichen Ondras, der Göttin des Meeres und der Erinnerung. Die Erinnerung verschwimmt, als du wieder klar sehen siehst, stehst du vor Kaoto, der lächelt sanft auf dich herab. Drive the raid series from these mountains. And you may yet spare many lives. Wenn du die Rezeraner aus diesen Bergen vertreibst, rettest du vielleicht viele Leben. Die Gezeitenbringerin ist in einer Woche hier. Solltest du dich auf deiner Reise verspäten, erstattest du ihr Bericht, wie du es mir tätest. Sie wird an meiner Stelle das Reliquiar betreten und die Armee des der Augenlosen zurückrufen. If you are caught, sister, you know what you must do. Wenn du enttarnt wirst, Schwester, I will pray for your return. But we will take comfort in the knowledge that you have joined the rest of Andra's favorite in her keeping. Wenn du enttarnt wirst, Schwester, weißt du, was du tun musst. Er legt dir eine Hand auf die Schulter. Ich bete für deine Rückkehr, aber wir werden Trost in dem Wissen finden, dass du dich Andras Günstling in ihrer Obhut angeschlossen hast. Die Worte reißen dich aus der Erinnerung und werfen dich zurück zu dem Augenblick, in dem die Frau stirbt und dann wieder deine eigene Haut. Spuren ihrer Erinnerung verbleiben aber in deinen zurück. Du kennst den Weg zu der Abtei, zu der sie zurückkehren sollte. Sie liegt tief in den Bergen im Norden. Kennt jemand den Namen die Augenlosen? Die Augenlosen, sie sind nur eine Redewendung. Wenn einem etwas nicht mehr einfällt, dann sagt man, die Augenlosen haben es mir wohl genommen. Ja, aber es steckt eine Geschichte dahinter. Angeblich gehorchen sie der Fürstin der Klagen. Odda befiehlt und sie erscheinen aus dem Nichts. Sie löschen Dinge vom Angesicht der Welt aus. Wenn also etwas einfach verschwindet oder zerstört wird, ohne dass jemand es sieht, soll man immer Odda danken, dass die Augenlosen nicht auch einen selbst geholt haben. Kennst du einen Kaoto? Kaoto? Ja, er ist vor einer Weile durch die Stadt gekommen, hat im Tempel von Stalwart Halt gemacht. Das war kurz nachdem die Stadt entschieden hat, ihn einzuweihen, ihn Abidon zu weihen.
Er ist nicht, er schien nicht sehr erfreut darüber zu sein. Er war gekleidet wie ein Priester. Vielleicht nahm er Anstoß an der Entscheidung. Er ist ein Amauner, großer Kerl, sehr höflich, wenn man denkt, dass er offenbar der Anführer einer fanatischen Sekte ist. Wir haben uns in letzter Zeit wirklich als sonderlich gute Menschenkenner erwiesen. Weiß jemand, was ein Gezeitenbringer ist? Gezeitenbringer, davon haben sie im Ondra-Tempel immer gesprochen, glaube ich. Es ist eine Person, ein Titel, meine ich. Er wird in den eher nun frommen Kreisen verwendet. Ah ja, das mit den Augenlosen hatten wir schon. Weißt du etwas über eine Abtei im Norden? Ich habe davon gehört, eine Festung der Undriten, in der Besucher nicht gerne gesehen werden. Meine erste Augen weiten sich. Das klingt wie die Abtei des gefallenen Mondes. Kam sie von dort? Der Gesandte deutete auf die tote Frau. Ja, und dort werde ich das Reliquiar finden, mit dem ich ihre Armee zurückpfeifen kann. Sie hat es nicht zurückgeschafft, um den Angriff abzublasen, den sie geplant haben. Die Sonnenriten haben anscheinend auch eine Armee. Vielleicht seid ihr nächstes Mal etwas vorsichtiger, wenn ihr als Freiwillige auswählt. Nehmen wir die Eins. Was, noch jemand bei den Göttern? Man hat das Gefühl, dass ganz Eorha es auf die Batterie abgesehen hat. Warum sollten diese Undriten die Rezeraner vertreiben wollen? Wohl kaum, weil sie sich so um das Wohl von Stalwarts sorgen. Vielleicht aus Angst vor Konkurrenz? Ich gehe sie lieber fragen. Falls du meinst, du willst zu dieser Abtei gehen, sei vorsichtig. Es gibt Geschichten von Händlern, die nach Norden ziehen und von seltsamen Bewachern verjagt und sogar getötet werden. Ja, das ist sie. Sie sind sehr geheimniskrämerisch. Du könntest natürlich versuchen, dich hineinzuschleichen. Ich bezweifle, dass du sonst willkommen wärst. Es klingt, als wäre dieser Gezeitenbringer es. Willkommen, meine ich. Vielleicht kann ich sie überzeugen, dass ich derjenige bin, auf den sie gewartet haben. Herumschleichen ist eigentlich nicht mein Stil. Wollen wir mal ein paar Schädel einschlagen. Ich werde unbemerkt hineingelangen. Nehmen wir mal die Eins. Ich hoffe es. Ich nehme an, dass die Abtei schwer bewacht. Ein plötzlicher ohrenbetäubender Lärm draußen schreckt die Gesandten auf. Es folgen Grollen von Donner und du hörst weitere Geräusche von zerberstendem Holz und panische Schreie. Mögen die Götter Gnade mit uns haben. Was jetzt? Bleibt hier, ich kümmere mich darum. Ja, wir warten hier drinnen. Kohlenfresser abgeschlossen. Ja, bevor ich irgendwas anderes mache, wird hier jetzt gespeichert. Ich überziehe nämlich schon. Obwohl, ich kann noch 5 Minuten machen. Oh, da habe ich noch was geplündert. Ach so, das war die Rastvorräte. Okay, der Kohlenfresser. Als Perlegina in den schwarzen Hügel von Abed angelangt war es nicht schwer, das große Monster aufzuspüren. Von aus meilenweiter Entfernung konnte jeder mit gutem Augenlicht erkennen, wo es entlang gekommen war. Allein an der Stelle der Zerstörung. Das Monster ging aufrecht auf 2 Beinen. Seine Haut war so schwarz wie die Kohle, die es verschlang. Unaufhörlich sonderte es gewaltige Mengen dunkler Erde ab. Die Bergarbeiter wussten ursprünglich nicht, was die Kreatur geweckt hatte, doch Palegina erfuhr bald, dass in der Mitte, aus der das Monster erschienen war, ein Tunnel in die unterirdischen Ruinen einer uralten Zivilisation gegraben worden war. Ein ammonischer Gelehrter aus Abed half Palegina dabei, die Tiefen der Ruine zu erforschen und Inschriften zu übersetzen, die berichteten, wie der Titan schon in früheren Zeiten erwacht war. Durch das Schlagen einer Reihe von Glocken in den Ruinen der Stadt konnte Palegina das Monster wieder zurückrufen. Leider führte seine Rückkehr dazu, dass der Großteil der verbleibenden in Ruinen einstürzte. Dennoch waren die Gelehrten von Abed hoch erfreut über die Entdeckung. Die Bergarbeiter der Gegend waren zwar nicht begeistert, wieder an die Arbeit gehen zu müssen, aber sie waren zumindest erleichtert, dass der große Kohlenfresser keine Gefahr mehr für sie darstellte. Verfaulte Kohlen. Beschwörte Magmafäule. Auch gut. Okay. Was sagt die Quest? Eisenflegel. Der Eisenflegel mag keine Besucher, aber ich habe einen Weg in die Festung gefunden. Edric muss in der Nähe sein. Ich bin dem Kommandanten der Festung begegnet. Er hat die Gesandten aus Dalwart gefangen genommen und er wird nicht erfreut über meine Einmischung sein. Edric hat die Gesandten aus Dalwart in einer Zelle eingesperrt, die in dem Erdboden seiner Hütte eingelassen ist. Nachdem der Kommandant aus dem Weg ist, können die Gesandten freigelassen werden.
Es hat sich herausgestellt, dass eine der Gesandten die Verhandlungen sabotiert hat. Sie hat sich selbst das Leben genommen, bevor sie auf die übliche Weise befragt werden konnte. Aus ihrer Erinnerung habe ich Wissen über den Tempelkomplex erlangt, von dem sie geschickt wurde. Jede weitere Untersuchung muss warten. Es klingt, als gäbe es vor den Toren Konflikte. Ja. Dann gucken wir einfach mal raus. Lalalala, Bamba. Draußen ist Rambazamba. Ach Gott, das... diese Dinger. By all the stars, what is... bei den Sternen, was ist das? By all the stars. Das ist auf jeden Fall was Böses. That's not great. Der letzte Mayflock fällt, schwappt. Als der letzte Merkwurf schwappt eine Welle von Essenz durch den Äther. Sie spült über dich hinweg und du findest dich in den Erinnerungen des Augenlosen wieder. Die gewaltigen Kreaturen umzingeln dich, ihre sehnenumwickelten Skelette rattern und quietschen im Handdunkel. Ihre Körper füllen die Luft mit einem metallischen Schweißgestank. In der Höhle, in der du stehst, jedenfalls sieht es aus wie eine Höhle, leuchtet ein schwaches Licht. Stahl blitzt auf, wenn die Augenlosen sich rühren. Sie stampfen mit den Füßen und stöhnen mit krächzenden metallischen Stimmen. Rastlose Energie lässt dir die Haare im Genick aufstehen. Und in dem widerhallenden Grollen hörst du etwas Vertrautes. Es ist das schlagende Geräusch aus deinem Traum, der Vorbote einer grauenhaften Armee. Du fragst dich, wie viele Augenlosen dich wohl eingekreist haben. Es müssen Dutzende sein, vielleicht mehr. Es ist schwer zu sagen, wie tief diese Höhle nach hinten geht oder wo sie liegt. Vor dir siehst du einen schwachen Lichtschein, vielleicht ist es der Ausgang. Diese Vision beginnt jedoch schon wieder schwächer zu werden. Der Lichtschein nachgehend. Du drückst dich an den taumelnden Augenlösen vorbei und klammerst dich an die verblassenden Fetzen der Vision. Das Licht vor dir blendet dich nach der Dunkelheit in der Höhle. Du eilst darauf zu, während es immer fahler und verschwommener wird. Du siehst nicht, wo du bist, aber du hörst einen kalten Wind durch die Lücke pfeifen und spürst, wie Feuchtigkeit auf deinen Wangen spritzt. Die Vision endet, du kehrst in den gefrorenen, blutgetränkten Schlamm der Festung zurück. Edric scheint einige Hiebe abbekommen zu haben, aber auf seiner Schläfe packt ein grün-violetter Bluterguss und seine Rüstung ist an mehreren Stellen verbeult. Er sieht recht benommen aus. Those things, they came from all sides. The delegate, no, you were right. The visions are true. Diese Dinger, sie kamen von allen Seiten, die Gesandten. Nein, du hattest recht, diese Visionen sind wahr. Edric mustert dich. You fought well. And I'm glad to see you've come through in one piece. Not many of my men were so lucky. Du hast gut gekämpft und es freut mich, dass du überlebt hast. Nicht viel meiner Männer war dieses Glück gegönnt. I'll take what's left of our forces. Those that will follow me further up the mountain. We should be prepared if, when those monsters return. Wir führen den Rest unserer Truppen, jedenfalls die, die bereit sind, mit mir zu folgen, weiter den Berg hinauf. Wir müssen vorbereitet sein, falls diese Monster zurückkehren. Wir können sie besiegen, wenn wir zusammenarbeiten. Ich habe schon gesehen, dass es kaum etwas gibt, was du nicht bewerkstelligen kannst. Edric verneigt sich leicht und wendet sich der Straße zu. Kranz der Asche hinzugefügt. Okay. You don't mess around when you make enemies, do you? Wenn du die Feinde machst, aber richtig was. Stink of a God's cowardice. Diese Monstrositäten stinken nach der Feigheit eines Gottes.
So, Kranz aus Asche, das lesen wir dann beim nächsten Mal. Ich speichere jetzt einfach mal, sonst wird es wieder zu viel. Das ist jetzt 52. Let's play 052. Speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.